Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Fable Ich habe euch 3. schon vor eurer Ankunft bemerkt. Was So. habt ihr gegessen? Wir sind ja, glaube ich, hier in der Altstadt, wenn ich mich recht erinnere. Die wir noch nicht ganz fertig Ich erkundet weiß haben. gar nicht, ob mir euer Aussehen oder euer Charakter besser gefällt. Sind beide furchtbar. Wie viel Kohle haben wir jetzt eigentlich da? Definitiv zu wenig, verdammt. Hier nicht auch irgendwo noch in eine Gasse Ich rennen? weiß, wie ich euch zum Lächeln bringe. Ja, später. Boah, ist so ein Industriegebiet, da will ich jetzt nicht hin. Dieser kleine Zwerg regt mich auf. Der ist bestimmt irgendwie in einem Gebäude drin. Aber wo da? Muss ja direkt an der Wand sein. Naja. Hier ist es irgendwie ganz schön still insgesamt, habe ich das Gefühl so. So, was haben wir hier Ihr noch? seht toll aus. Danke. Ah! Damen lieben euch. Ihr könntet Schminktipps untereinander austauschen. Mach ich. Tschüss! So. Wieder ein Zwergi weniger, ja? Wo, wo, wo? Juhu! Ein Topaz. Wie? Noch ein Grabungsort. Gold. Wenn wir gleich noch ein paar Mieteinnahmen haben, dann können wir uns vielleicht doch noch gleich die Butze kaufen. Na wo? 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 Endlich. Hat Gold, hey, läuft. So, was liegt denn da? Kann man das aufheben? Aufheben. Technische Störungen. Dann lesen wir das mal. Der Industriestandort Elbion entwickelt sich mit rasantem Tempo. Man muss nur einmal eine der großen Fabriken im Bowerstone-Industriegebiet besichtigen, um sich ein Bild von der Bedeutung der modernen Technologie zu machen. Vor Ort ist jedoch Vorsicht geboten. Steht man zu nah an einer Maschine, besteht die Gefahr, dass man einen Finger oder gar einen Arm verliert. Oder seinen Ehepartner. Was sich letztlich als ein schrecklicher Unfall herausstellte, an dem keiner der Beteiligten schuld war. So, haben wir wieder ein Buch gefunden. Auch nicht schlecht. Da können wir nichts lesen. Irgendein Typ mit seinem Fernrohr, okay. Eine Stolles. Wieso buddelt der da? Yeah, Mieteinnahmen. Kommen wir da gar nicht runter? Schade. Okay, erstmal zum Haus zurück. Ich hoffe, das ist auch die Butze, aber auf jeden Fall kriegen wir die Truhe dort Mit oben. diesem auroranischen Curry krieg ich sicher durch. Wo waren das jetzt? Da ist was Hallo, Seltsames in Fremder. meinem Essen. Willkommen in Ist das dieser Gemüse? Welt. Ah, da. Wir halten uns über Wasser. Die Geschäfte Ich könnten habe besser den sein, besten Wein aber in sure. Bowerstone. So, kaufen Aber und bekommt eure Oma denn einziehen. eigentlich keine kalten Jo. Füße ohne sie? Raus hier. Wenn ich einen Freund wie euch hätte, könnte ich ihm Geheimnisse erzählen und ihn dann anzünden. Pyjama, Nachtmütze, na super. Ruhe jetzt!
Ich würde euch nur allzu gerne behilflich sein. Lasst mich euren BH für euch halten. Was, BH? Ich trage keinen. Ein schöner Tag, der durch einen Mord noch schöner würde. Pyjama-Bettsocken müssten wir ja fast komplett haben hier. Hundi, spiel mal Toten. Ein Teddybär. Gewöhn dich schon mal dran. Ein Blaubeerkuchen. Wo bist du denn? Ich brauche Geld für einen neuen Gürtel. Ach, da. Entweder ihr habt euch in etwas gewälzt oder euer Hund was. 500 Gold, na immerhin. Wir könnten Freunde sein, wenn ihr euch einen Sack über den Kopf zieht. Jetzt muss ich den bloß noch hier irgendwie erwischen. Sehe ich den von hier? Ja. Hatte auch mal einen. Mit Püree und Erbsen. Güte. So, nicht 23. Und wir können die Butze also vermieten. Was wollt ihr? Vermieten. Und warum seid ihr so nervig? Ich bin nervig? Was? Das Kind bringt es noch weit. Die größten Verkaufsschlager von Bowerstone. So. War das überhaupt die richtige Ecke hier? Nee. Das sieht alles so gleich aus. Ich glaube hier runter, ne? Genau. Aber ich muss gehen. Wieso ist die Butze hier eigentlich vernagelt? Da würde ich ja zu gerne mal reingehen. Zu teuer. Obwohl. Könnte ich mir gerade so leisten. Also Rinder. Spielzeugbogen. 25 Gold. Ein Blaubeerkuchen. Dafür, dass die... Warum sind die Fenster mit Holz vernagelt, wenn eine Scheibe drin ist? Okay. Schmuck. Spielzeugschwert. Zwei Kinder können wir hier machen. Hier ist nichts weiter. Okay, hier können wir vermieten. Ob ich dran denke, dass wir eigentlich noch die ganzen Häuser hier aufpimpen könnten. Oh mein Gott. Ihr solltet mir etwas geben. Vermieten. Sonst wird es schlimm für euch, wenn ihr euer Vermögen verliert und neben mir landet. So, hier waren wir, glaube ich. Das ist wirklich eine schicke Hose. Wo habt ihr die her? War süß. Wo kann man sich hier gut zuschütten? Du machst also nie etwas Böses. Ey, Hund. Hier damit. Na los. Du bist aber ganz schön unhöflich. Hallo, Herzchen. Geld geben. Ihr seht gar nicht schlecht aus. Euch. Wo habt ihr die Klamotten her? Hey, das ist ja Wahnsinn. Ach, du kriegst auch noch was. Geld geben. Ihr findet nichts Besseres in ganz Bowerstone. Oh, können wir die benutzen? Schade. Toll. Danke. Ja. Ich zahle es zurück. Wir finden geben. Unsere Preise bestimmt ich sehr günstig. Ich muss mir nur anderswo was leihen. Ihr könntet den Meister. Die Tür ist verschlossen. Okay. Dann würde ich fast sagen, ich gras jetzt mal die Sachen ab, die ich mir noch so notiert hatte. Jetzt muss ich kurz überlegen. Eigentlich muss ich dafür in das Mistpeak-Tal. Ja. Können wir uns da irgendwie speziell hinbeamen? Ich glaube nicht, aber hier in die Nähe wäre schon gut. So, haben wir hier wieder ein paar Gegner? Jo. Die macht richtig Damage. Geil. Was, lebt noch einer? Werden erst wahrscheinlich mal erstmal noch umgeworfen, was?
So, hier haben wir scheinbar keinen Tauchplatz mehr. Jetzt geht doch mal da durch. Doofer Held. Ich hoffe, da ist... Oh. Oh. Die kriegen wir aber nicht so schnell down. Oh Gott. Ups. Wollte ich zwar gar nicht, aber okay. Streut ganz schön. Tschüss. Na? Sag mal. Wofür? Alles klar? So, da müssen wir nämlich erstmal wieder runter. Dort habe ich nämlich einen Schlüssel gefunden für den Technikraum, glaube ich, war es. Und da war ja auch eine Zelltür, die verschlossen war. Und runter. Haben wir hier wieder neue Gegner oder ist es jetzt hier ruhig? Bis jetzt ruhig. Gegner, alles klar. Na, den Zwerg habe ich scheinbar noch nicht gemacht. So, wo bist du? Ihr scheint echt nett zu sein. Ich glaube, der war um die Ecke, oder? Gute Leute, wisst ihr? Da. Da kommen alte Erinnerungen wieder hoch. Fast die Hälfte. Sehr gut. Oh nee, kein Zauberer. Sag mal, jetzt gibt's doch gar nicht. Ich komme gar nicht dazu, zuzuschlagen. Okay, trink, trink, trink. Machen nämlich echt noch platt, das gibt's doch gar nicht. Na komm. Verdammt. Ich bin ja schon wieder fast down. Kann's doch gar nicht sein. Gott, bin ich schlecht geworden. So, da haben wir auch die Tür. Aber wir gehen erst in der nächsten Folge hindurch. Spitze, bedanke mich. Bis dann.